So, Leute, der Endspurt. Ja, zweimal drei Teams noch, also zwei Folgen noch. Diese und dann die entscheidende letzte. Und dann sind wir auch schon durch mit diesem wunderschönen Aftercheck. Und ja, Aftercheck. Das ist doch genau die Welt von Herrn Labbadia. Und der hat Wolfsburg nämlich. Boah. Oh, Tag unterwegs. Kann jemand anders weitermachen? Nee. Das hast du eingebrochen. Ja, was denn? Da musst du jetzt durch. Ich bin ja ein Kopfkino-Mensch, ja, und sehe da Bruno, wie er da an den Spielerfrauen. Ja, jedes Mal. Oh. Also, Wolfsburg wurde Sechster. Und der Bolti fängt an. Warum? Weiß nicht. Aftercheck halt. Ja, okay. Machen wir erstmal die Abweichung. Ja, mach doch erstmal die Abweichung. Ja, genau. Ich hatte sie auf 11 getippt, das macht 5 Abweichungen. Der Fabian hatte sie auf 14 getippt, das sind 8. Der Puffy hatte sie sogar auf 10 gesetzt, das sind dann 4 Abweichungen. Wir hatten Gotti, ja, sind es auch 5. Platz 15, 9 Abweichungen. Ja, aber Tagessieger. Es geht noch. Nein! Ja, Tagessieger, aber es geht noch schlechter tatsächlich. Herr Sellers hatte sie tatsächlich auf Platz 8 getippt, das sind 2 Abweichungen, und der Terra hatte Wolfsburg auf Platz 18 gesetzt. Als Absteiger Nummer 1 12 Abweichungen, und übrig bleibt dann noch Pascal, der hatte sie ähnlich wie Gordi und ich auf 11 gesehen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich schon überraschend, dass sie am Ende Europa League erreicht haben. Hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, auch wenn ich sie auf 11 gesetzt habe, dachte ich, das ist dann schon so eine Position, wo sie vielleicht nochmal ein, zwei Plätze noch umgehen können. Du wusstest doch einfach nur nicht, wohin mit den Wolfsburgern. Ja, wir sind aber auch alt vorbelastet, ne? Ja, das weil wir in der Problem. Vorsaison hatte ich sie, glaube ich, auf 4 oder 5. Ja. Wie viel auch, da hatten wir sie, glaube ich, alle in Europa. Und da sind sie halt, waren sie halt in der Relegation, sind dann, haben sich dort mehr schlecht als recht durchgesetzt. Haben natürlich einen Spieler da jetzt in der Saison oder vor der Saison geholt mit Weghorst, der 17 Tore gemacht hat, noch 7 aufgelegt. Wer? 24. Weghorst. Ach so. Yes. Der 24 Scorer-Punkte an den Tag gelegt hat, das ist schon mal eine Hausnummer, finde ich. Richtig guter Transfer. Ich glaube, dessen Vertrag wollen sie auch direkt verlängern. Deren Linksverteidiger Jerome Roussillon. Spricht man ihn so aus? Vor der Saison von Montpellier geholt, auch Top-Transfer, muss man so sagen. Castells hat, auch wenn Fabi das nicht gerne hört, auch eine gute Saison gespielt, meiner Meinung nach. Und am Ende nicht den schönsten Fußball gespielt, oft effektiv gewesen, und am Ende sind sie tatsächlich Sechster geworden. Und Bruno darf trotzdem nicht weitermachen. Oh. Er wollte nicht. Ja. Er hat sie alle durch. Ja. Bruno braucht ein neues Revier. Ja. In der Bundesliga fast alle Trainerpositionen schon wieder weg sind. Es ist ihm egal. Der Verein ist ihm erstmal primär egal. Er braucht ein Revier, wo er noch nicht war. Das ist ganz entscheidend. Dann wäre doch Gelsenkirchen was gewesen. Ich weiß nicht, war er schon mal in Ruhrgebiet Nähe? In Bochum? Bayern-Bochum? Bochum, war der nicht da? Weiß ich nicht. Wenn ja, hat er es auch schon durch. Als Fußballer vielleicht noch, oder? Ich weiß es nicht. Nee, war auch nicht. Als Trainer Darmstadt, Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart. Ja, Leverkusen, siehst du. Ist nah dran. Haben wir nicht noch irgendwo was im Osten? Kann er Union Berlin vielleicht machen? Ja. Er war in Leverkusen und hat auf jeden Fall den Aftercheck in Köln gemacht. Ja. Oh. Ja. Neuer Trainer ist dann Oliver Glasner. Österreicher, kommt von LASK Linz. Wien? Linz. Aus Linz, ja. Kannte ich vorher vom Namen, aber was er bewegen kann, kann ich natürlich nicht beurteilen. Fabi? Ja, Wolfsburg war wie immer die Wundertüte. Weder es geht nach oben oder nach unten, die Saison ausnahmsweise mal nach oben. Was sehr schade ist. Ich hätte sie gerne mal wieder unten gesehen. Aber sie haben immer die wichtigen Punkte geholt. Nie wirklich souverän, meistens knapp, deswegen auch viele Unentschieden. Ja, genau, das 8-1 zum Beispiel am letzten Spieltag. Ja, gut, das war ja auch Arbeitsverweigerung. Knappe Nummer. Arbeitsverweigerung von Augsburg, ja. Viele Unentschieden, 7 Unentschieden. Ja, Leipzig hat zum Beispiel 9, Werder 11, Hoffenheim 12, Hertha 10. Pressebolti.
Kommt gleich deine Mutter rein. Schon wieder. Momentan hast du es mit den Müttern von anderen Leuten, oder? Nur haben die es nicht mit dir. Wie auch die Töchter nicht und die Schwestern. Und, nee, komm, mach weiter, Fabi. Aber Fabi denkt, er ist ein Milfhunter. Ja. Was ein großer Vorteil ist, dass klar, so wie Bruno. Tore, aber auch im Mittelfeld, weil jeder mal für ein Tor ganz gut. Das hat natürlich geholfen, dass man sich nicht auf einen spezialisieren musste. Wir haben alle eine okay Saison gespielt, keiner wieder überragend. Bei einigen dachte ich mir wieder, dass sie ihre Erwartungen nicht erfüllen. Von Etta bin ich sehr enttäuscht, dass er nur zweimal auf dem Platz stand. Da muss langsam eigentlich mal der nächste Schritt kommen, genauso wie bei Udo. Aber sonst sind zufrieden, mal wieder eine gute Saison zu spielen zu haben. Und ja, ich glaube, in Europa werden sie aber abkacken. Buffy. Du findest, warte. Du findest also nicht, dass ein jemand, Stürmer... Ja, ja, ich habe auch... Lass es! Puffy! Okay, sorry. Ich habe genau das gleiche im Kopf gehabt und dachte mir, sagst du es jetzt oder... Nee, Puffy macht das jetzt. Also, ich hatte ja vor der Saison Wolfsburg auf 10 getippt, hatte einen ganz einfachen Grund. Für mich war klar, dass Dortmund und Bayern Erster und Zweiter werden. Dann ist 10 genau die Mitte. Darum habe ich sie dahin getippt, weil Wolfsburg für mich nicht groß einschätzbar war. Jetzt haben sie wesentlich besser abgeschnitten als, glaube ich, von allen erwartet war. Und man muss auch sagen, die haben dieses Jahr wirklich auch mal gut eingekauft. Wie gesagt, ich seh schon die Tipps beim Bullycheck in ein paar Wochen. Wolfsburg alle auf 10. Ja, das war aber der Grund, warum ich muss man gefolgt sagen, von Berlin. 9 und 10. Union oder Hertha? Den Stürmer, den ich nicht aussprechen kann, den Baldi aber super hinkriegt. Wow, Weghorst, richtig? Weghorst. Der muss man einfach sagen, der hat wirklich eingeschlagen. Der kam aus Alkmaar, ist der, glaube ich, da sogar Torschützenkönig geworden in Holland letztes Jahr, ich weiß es nicht. Aber der hat richtig Tore gemacht und natürlich auch Roussillon hat funktioniert, muss man sagen. Ist ein guter Einkauf. Insgesamt eigentlich, wenn man den Kader betrachtet, durchschnittliche Leistung von allen Spielern, außer halt die zwei, drei, also die zwei, die ich erwähnt hatte, und hat aber die Saison halt mal gereicht, um ja in Europa reinzurutschen. Ne? Also das war ja nie oder seltenst, letzten Spieltag nehmen wir außen vor, bei Wolfsburg jetzt sonderlich spektakulär. Manchmal ist es auch vielleicht ganz gut, ne, wenn du einen Kader hast, wo nur zwei, drei nach oben hin rausfallen, hauptsache es fällt keiner nach unten hin raus. Ja, es sind halt so ein bisschen. Man hat sie so richtig nicht beachtet, glaube ich, so richtig nicht auf dem Schirm gehabt. Haben halt ihre Punkte geholt, denn zum Ende der Saison haben sie, glaube ich, auch eine gute Serie hingelegt und jetzt auf einmal bist du Euroleague, ne? Also. Ja. Pännchen. Oh, Wolfsburg, ne? Also, ich habe von Wolfsburg tatsächlich überhaupt nichts erwartet, gerade wegen Labbadia, weil ich Labbadia auch für keinen guten Trainer halte. Nicht weniger haben ihn als erste Entlassung der Saison getippt. Ja. Ich auch. Ich unter anderem auch. Ich auch. Es wird sich zeigen, wie Wolfsburg sich dann auch nächste Saison international anstellen wird. Man kann auf jeden Fall sicher sein, Fans werden sie nicht gerade viele mitbringen. Ganz ehrlich, Wolfsburg ist mir auch sowas von egal tatsächlich und ist für mich halt kein Gesprächsthema. Ja, ein Platz besser als die Eintracht. Ja, muss ich beleben. Ja, musste. Also Wolfsburg hatte Phasen, wo sie auch wirklich wieder Wundertüte waren. Ne? Bei Wolfsburg weiß ich noch, ich erinnere mich wegen des Saisonverlaufs, wie tippst du die Scheiße jetzt? Ne? Und was sie gemacht hat, war in der Regel falsch. Ansonsten schließe ich mich dabei bei Puffy und Bolti an, ein bisschen auch bei Fabi. Tonno hat ja nicht wirklich anständig was gebracht da. Man darf gespannt sein, was der neue Trainer so mit sich bringt. Ich kenne ihn gar nicht. Ich kann nicht sagen... ob der jetzt da irgendwie eine tolle Philosophie hat, was wir dann nächstes Jahr von Wolfsburg erwarten können. Kein Plan. Ich auch nicht. Also ich weiß, wo Linz liegt, aber wie gesagt, Spiele von denen noch nie gesehen, glaube ich, in meinem Leben. Ja. Deshalb werden wir uns da überraschen lassen. Auch interessant wird sein, Wolfsburg hat ja diesen gewissen Luxus, dass sie nicht unbedingt verkaufen müssen. Ne? Ja, ja. Und mal gucken, was sie noch zukaufen werden. Bin gespannt. Ich glaube am Ende hier Toran Riga, könnte tatsächlich wirklich einer sein. Ich glaube so Wolfsburg, Berlin, die haben gute Connections und... Wenn du in Wolfsburg spielst, kannst du in Berlin wohnen bleiben. Ja, mit dem ICE rüber. Genau, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du da bist. Steigst aus, ja. Da bist du.
Ich könnte vorstellen, dass er oder so ein Stark irgendwie zum VfL geht. Irgendwie sowas. Bitte nicht. Ja. Gut, Wolfsburg. Ihr merkt schon, das ging relativ zügig, weil wir haben keinen Bock auf Wolfsburg. Ja. Und ja, die Tipps... Es sei denn, sie bezahlen mir genug, dann habe ich Bock. Ja, und die Tipps werden in der nächsten Saison tatsächlich sehr ähnlich ausfallen, wie gerade auf witzige Art und Weise angesprochen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so laufen wird. Wolfsburg letzter. Da tust du dir keinen Gefallen. Weil genau das wird sie gut. Ja, genau, dann werden sie Meister. 17 ob es jemand schafft, irgendwann mal im Bullycheck 17 Plätze Abweichung zu schaffen? Das hätte bei dieser Lautern-Meistersaison, ne? Aufstieg Meister, da hätte das vielleicht hingehauen. Ja. Langes her. Gladbach, ja. Da werden wir ein bisschen mehr zu sagen haben. Machen wir erstmal vielleicht die Abweichungen. Gladbach, da hat der Balti 2 Plätze Abweichung, genauso wie der Fabi. Der Puffy hat 4 Abweichungen, der Goddy nur 1 Abweichung. Dann haben wir den Tonno. Ja. Wo hast du sie denn? Ach da, ja, 4 Abweichungen. Die Zuschauer, der Sellers 2 Abweichungen, der Terra 1 Abweichung, der hat sie sogar auf 4 getippt, genauso wie ich, ne? Nee. Hä? Nee, ich hab sie auch. Ah, ich hab sie auf 6. Und hätten sie packen können den 4. Platz. Und der Pascal 2 Abweichung. Das heißt, alle lagen eigentlich relativ gut. Der Puffy hat mit 4 Abweichungen und natürlich der Tonno, aber das müssen wir ja nicht erwähnen. Warum? Ihr habt es begründet, ich erinnere mich auch noch. Aber warum ist es dann nicht so eingetreten? Ja, warum sie dann am Ende Fünfter geworden sind, obwohl ich sie ja auf 9 getippt hatte. Wie gesagt, ich halte von Hacking als Trainer nichts, hatte ich ja auch schon mal gesagt. Hatte nicht erwartet, dass sie so eine gute Hinrunde spielen, weil das ist der Grund, warum sie jetzt noch Euroleague spielen. Die Rückrunde war grausam. Ist das so? Also siehst du das, was sie in der Rückrunde gespielt haben, als das, was normal gewesen ist? Nein, sie sind schon besser als das, was sie in der Rückrunde gespielt haben. Sie sind aber auch nicht so gut, wie sie in der Hinrunde gespielt haben. Mhm. Also der Kader hat gute Spieler, hatte ich auch gesagt. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, im Vorbericht, in Saisonvorschau gesagt, dass ich so ein bisschen an der Innenverteidigung von ihnen zweifle und ob das funktioniert. Hat sich nicht so bestätigt, würde ich sagen. So schlecht war das nicht. Fand aber dann natürlich schon, dass sie in der Hinrunde halt über ihrem Niveau gespielt haben. Ja, haben sich dann mit Ach und Krach noch in die Euroleague gerettet jetzt. Wie gesagt, haben gute Leute. Wie gesagt, Hazard geht ja jetzt auch für eine ordentliche Summe nach Dortmund. Hat natürlich sicherlich auch wieder eine bessere Hinrunde gespielt als Rückrunde. Aber das war ja bei vielen bei Gladbach halt so. Ne? Player auch super gestartet, dann stark nachgelassen, je länger die Saison gedauert hat. Ja, jetzt sind sie Fünfter mit 55 Punkten. Und hätte fast noch für die Champions League gereicht, wenn sie ein bisschen Saft irgendwo noch gehabt hätten. Ja. 42 Gegentore ist, glaube ich, der zweitbeste Wert in der Liga. Drittbeste. Wer ist Leipzig. Denn? Ach, Leipzig in Bayern, oder? Leipzig hat die wenigsten Gegentore. Ja. Ja. War es die Verteidigung vielleicht nicht? In der Tat. Ja. Nee, irgendwie. Die Hinrunde war ja, muss man sagen, war ja wirklich gut. Die war richtig gut, da waren sie ja. Sogar Zweiter oder Dritter, also wirklich. Die waren eng. Irgendwo im Dezember waren sie noch Zweiter, ja. Irgendwie so. Also es war wirklich eng und waren auf klar Champions League Kurs. Dann ist, glaube ich, sogar der Start in die Rückrunde gar nicht so schlecht gewesen, irgendwie ein Sieg oder 2 Siege. Und dann kam halt so ein radikaler Einbruch, wo dann eine Zeit lang halt gar nichts mehr ging. Fabi. Die Qualität der Spieler hätte eigentlich reichen müssen, um den Vorsprung, den sie haben, zu verwalten. Ja, so wie man BVB. Fabi. Ja, Gladbach, enttäuschend am Ende tatsächlich, vor allem, wie schon gesagt, nach der Hinrunde, die ja echt super war, sind sie dann leider eingebrochen. Dumme Niederlagen und unnötige Niederlagen gegen Stuttgart. Und richtig dumm verloren. Wolfsburg war zwar 3-0, aber auch die Niederlage war komplett unnötig. Nochmal als Beispiel. Und sowas muss halt nicht sein. Haben dann schon 2 Superstürmer mit Hazard und Player, obwohl Hazard sehr wahrscheinlich nicht bleiben wird. Ist ja nicht so schon fix. Ja, naja. Der ist ja schon fix. Munkel noch. die
werden sie nicht 1:1 ersetzen können, so eine super Qualität, die sie da wirklich länger auch aufgebaut haben. Ich glaube tatsächlich auch, dass am Ende Hacking einfach durch war. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass er geht. Warum es am Ende gescheitert ist, ja, sind halt diese doofen Niederlagen in der Rückrunde. Oder auch so eine Niederlage gegen Düsseldorf müsste nicht sein. Sie werden eine gute Saison spielen unter einem neuen Trainer. Aber Europa, mehr als über die Europa League wird es auch nächste Saison nicht hinausgehen. Olti. Das war so viel Blödsinn mit uns. ich bin eigentlich bei dem, was Puffy gesagt hat. Hinrunde gut. Ja, ich glaube, sie sind erst am 17. Spieltag hinter Bayern gerückt in der Hinrunde. Rückrunde war fürchterlich. Ich glaube, da hing dann auch ein bisschen was damit zusammen mit der Personale Hacking, dass sie ihn ja erst verlängert haben und dann haben sie ihn ja quasi durch Marco Rose ersetzt, beziehungsweise haben gesagt, dass sie den Vertrag auflösen. Dann bekannt gegeben, dass sie Marco Rose verpflichten. Aber sie haben es dann am Ende einfach auch nicht mehr zusammenbekommen, so wie in der Hinrunde. Also Player für mich eine absolute Enttäuschung in der Rückrunde. Da ging echt überhaupt gar nichts mehr. Anders zum Beispiel als ein Mateta von Mainz, der noch ein paar Tore mehr gemacht hat, hat Player überhaupt gar keine Füße mehr auf dem Dom bekommen. Hazard auch eine schlechte Rückrunde gespielt. Auch so von Spielern, wo ich gedacht hätte, die machen in der Saison den nächsten Schritt, von Cousins, dem Franzosen. Fürchterlich der Saison. Vielleicht einer der wenigen Lichtblicke war noch Florian Neuhaus im Mittelfeld. Zakaria war auch okay. Ich glaube, für Hoffenheim gilt so ein bisschen das Gleiche wie Gladbach. Für Gladbach zählt ist so ein bisschen das Gleiche wie für Frankfurt. Ich glaube, dass sie schon enttäuschen, dass es am Ende nicht für die Champions League gereicht hat, weil sie lange wirklich gut dabei waren. Am Ende fehlen ihnen halt quasi ein Sieg. Ja, wenn sie am letzten Spieltag halt gewinnen gegen den BVB, sind sie halt in der Champions League. Ja, wenn Leverkusen halt nicht 5:1 gewinnt. Ja, jetzt aber noch ein paar Wenns mehr. Ja, aber die Chance war halt da. Sie waren halt am 33. Spieltag noch Vierter. Also von der Theorie her wäre es halt möglich gewesen. Also denke ich schon, dass am Ende der Saison die Enttäuschung ist, an der Enttäuschung da ist, dass sie den Trainer auswechseln, ist zu 1000% die richtige Entscheidung. Und ich glaube auch, dass Gladbach vielleicht in der nächsten Saison noch eine bessere Rolle spielen kann, als sie es jetzt getan haben. Ich sage, sie können eine bessere Rolle spielen, aber da muss der Kader ein bisschen justiert werden, weil Herr Rose komplett anderen Fußball spielen lässt und einen komplett anderen Anforderungsprofil an seine Spieler hat. Genau, aber meiner Meinung nach haben sie einen guten Manager mit Eboy. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was da passiert ist. Da muss doch irgendwas passiert sein, ne? Also wenn ein Spieler oder zwei Spieler dann nach so einer Hinrunde auf einmal in ein Formtief fallen, von mir aus, dass aber die ganze Mannschaft irgendwie nur noch langweilig spielt. Und anders kann ich es jetzt nicht beschreiben. In der Hinrunde gab es noch Spiele, wo du gedacht hast, alter Vater, ne? Da geht aber der Zug richtig ab. Ne? Und in der Rückrunde war das so richtig, ja, jetzt sind wir wohl im Schlafwaggon angekommen. Das war teilweise total öde, total umständlich, total blödsinnig. Und ich bin immer noch der Meinung, da muss irgendwas passiert sein. Ne? Ob Hacking es sich mit irgendjemand verdorben hat, mit den Spielern verdorben und das die Reaktion war, oder Hacking hat sich mit dem Vorstand überworfen und daraufhin Hacking wurde... Vielleicht hat Hacking den Labbadia gemacht. Vielleicht hat Hacking auch den Labbadia gemacht, den Aftercheck in Gladbach. und der Vorstand dann gesagt hat, hör mal, ne, wir geben jetzt offiziell bekannt, dass wir nicht mehr mit dir planen, und die Mannschaft wusste das schon und hat deshalb aus Trotz irgendwie, was weiß ich, aber irgendwas muss da noch was passiert sein, weil dieser Kontrast, zugegeben, Hinrunde, waren mit Sicherheit ein paar Sachen dabei, die einfach glücklich gelaufen sind, ne, wo sie overperformed haben. Ne, aber dieser Kontrast dann zu der Rückrunde, auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war wirklich so extrem. Das war ja noch extremer, wie bei der anderen Borussia. Fand ich schon erschreckend. Und ich überlege immer noch die ganze Zeit, was da wohl passiert sein könnte. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber da stimme ich dir zu, irgendwas muss da sein, weil es kann nicht sein, dass ein kompletter Kader so durch ist auf einmal. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich, ja. In Augsburg habe ich es gesehen. Ja. Beziehungsweise, ja, auch nicht so radikal. Es ist eigenartig. Tonno!
Ja, Gladbach habe ich ja außerhalb der internationalen Plätze getippt. Unter anderem Hauptgrund war für mich da auch wieder der Trainer, Hacking. Ich habe mich bei Platz 5 und Platz 6 anscheinend bei beiden getäuscht. Aber am Ende hat sich ja gezeigt, dass eventuell doch der Trainer ein kleiner Funken im Störfeuer war. Aber bei Frankfurt hast du dich doch auch getäuscht. Dann kannst du doch 5, 6 und 7 machen. Bei Frankfurt habe ich mich aber nicht im Trainer getäuscht. Bei 5 und 6 habe ich anhand des Trainers die schlechtere Besetzung, ach so, der Platzierung unter anderem gewählt. Ich dachte, der Trainer, der neue Trainer als Unbekannte wäre auch ein Faktor bei der Eintracht. Ich habe volles Vertrauen. Volles? Klar. Jovic bleibt, ne? So. Und Hoeneß hat ja auch gesagt, der hat Hütte auf dem Plan gehabt. Also. Ach so, ja, dann muss ja alles gut sein. Die Bayern sind ja sowieso die Besten. Was haben sie jetzt, wen haben sie abgesagt? Hatte ich doch noch in der Gruppe geschrieben, ne? Ach so, Dilit. Ne? Bayern sagt Dilit Manager ab irgendwie. Wo ich mir denke, ja, geil. Frankfurt sagt Messi ab. Sicher ist sicher, nicht, dass er nur auf Ideen kommt. Ja, Gladbach, weiter. Ja, wie alle schon gesagt haben, in der Rückrunde haben sich halt alles selbst verdorben gehabt. Und ich kann eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Als Letzter ist es immer sehr, sehr undankbar, da noch was zu sagen. Okay, Bayer Leverkusen, Tonno. Leverkusen. Mach mal die Abweichung. Mach mal die Abweichung. Der Bolti hat nur eine Abweichung, hat Leverkusen auf 5 gesetzt. Der Fabi hat Bayer Leverkusen auf 6, damit 2 Abweichungen. Der Puffy hat alles getroffen gehabt, 0 Abweichungen. Du hast die auf Platz 3, eine Abweichung. Ich habe sie ebenfalls auf Platz 3 getippt, auch nur eine Abweichung. Damit hat es die höchste Abweichung der Fabi, also bitte Fabi. Und die Zuschauer? Ach ja, die Zuschauer, wir hatten welche. Herr Sellers. Ist ja nicht der El Tono-Stream hier, ne? Herr Sellers hat Leverkusen auch auf Platz 3 getippt, eine Abweichung. Der Terra hat Leverkusen ein bisschen weiter unten auf Platz 7 getippt. 3 Abweichungen. Und dann haben wir noch den Pascal, der hat ebenfalls auf Platz 5 gesetzt, eine Abweichung. Also Herr Sellers mit der schlechtesten Abweichung, aber hier in der Runde Fabi. Ja, aber du fängst an, Tonno. Genau. Ich fange an, das ist schön. Leverkusen, ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, dass sie so gut gespielt haben, wobei natürlich allen voran Havertz natürlich ordentlich herausgestochen hat in diesem Spiel. Aber das Bosch-System hat da ein bisschen besser und länger gut gegriffen als in der anderen Trainerposition, die er vorhatte, der Kollege Bosch. Das war wirklich stellenweise begeisternder Offensivfußball, der gut funktioniert hat. Stellenweise auch richtig hohe Siege eingefahren. Ich erinnere mich ungern an das 6-1 gegen Frankfurt. Es war richtig, richtig schöner Fußball und die Leverkusener haben auch wirklich hoch verdient den Champions League-Platz sich geholt. Weil da war einigermaßen eine konstante Leistung. Es war kurz war vielleicht der Schlendrian drin, aber ansonsten haben sie sich relativ schnell wieder gefangen gehabt. Also es war nicht dieses Hü und Hot, was man in den letzten ein, zwei Jahren gesehen hat, meiner Meinung nach. Fabi. Ja, gut, also die Hinrunde, die war ja katastrophal. Das war unter den Verhältnissen für Leverkusen bis zur Entlassung. Unter Bosch haben sie da erst noch gegen Gladbach verloren, aber dann, wo sie immer mehr in das System reingekommen sind, lief es auch. Man hat klar gesehen, dass er offensiven Fußball spielt. Das hat man an den Toren gesehen. Also selten man mit nur einem Tor gewonnen. War natürlich auch teilweise ein ganz schön hohes Risiko, dass sie halt offen hinten waren. Wurden dann auch mal bestraft von Dortmund, Bremen, Hoffenheim und Leipzig. Aber gegen die kleineren Vereine hat super funktioniert. Sie haben das Spiel gemacht und das System funktioniert. Gegen kleinere Gegner, gegen größere, muss er sich zwar noch was überlegen, aber ja, dafür hat er jetzt ja die ganze normale Zeit, auch wenn Bosch ja eher bekannt ist, dass er nur ein System spielt. Bolti. Ja, ich glaube, dass Leverkusen einen richtigen Endspurt hingelegt hat, was auch mit der Personalie Bosch zu tun hat. Meiner Meinung nach haben sie den besten Spieler der Saison im Kader mit Kai Havertz. Aus meiner Sicht war er, also wenn es eine Wahl gäbe zum Spieler der Saison, ist das aus meiner Sicht eindeutig Kai Havertz. Hat 17 Tore erzielt, absoluter Leader des Teams mit 19 Jahren. Am Ende, ja, am letzten Spiel dann in die Champions League gerutscht. Ich glaube, mit den Möglichkeiten, die sie haben, war das notwendig,
Ansonsten wäre nicht nur Brandt weg gewesen, sondern vielleicht auch noch vielleicht ein, zwei andere. Die werden vielleicht jetzt nochmal die eine Saison Champions League spielen, gucken, wie es mit Bosch weiterläuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Saison nicht einfacher wird. Du hast halt wieder eine Dreifachbelastung. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die letzte Saison gar nicht in Europa vertreten. Richtig. Noch Wahnsinn. Euroleague. Waren sie? Echt? Ah ja, Europa League haben sie Krass, abgeschenkt. ach, Zwischenrunde, ja. Da Naja, haben war's. sie abgeschenkt. Anders als Frankfurt. Aber sie müssen eigentlich mit den Kadern, mit den jungen Spielern, die sie haben, eigentlich wieder Champions League erreichen. Das sagen wir nicht im jeden Sommer, weil sonst die Spieler irgendwann sagen, dann gehen wir halt zu Dortmund, gehen wir zu Bayern, gehen wir ins Ausland, so wie es ja jetzt Naja, schon Brandt unter hat ist. es ja schon gesagt. Ist das schon Ja. fix, Fabi? Ist das schon Ja. fix oder ist das nur sehr wahrscheinlich? Wir Das ist haben schon fix. Brand. Ja. Für die Summe übrigens ein absoluter No-Brainer. Und Top-Transfer. eigentlich hat das ja schon mal Bayern unterschrieben, laut Gotti. Anscheinend ist die Unterschrift irgendwie ins Wasser geflogen oder so. Oh, Fabi, Alter, was ist los mit dir? Ist auf Ärger aus. Ja. Ja, aber wie gesagt, Platz 4. Ich glaube, am Ende klopft sich Völler auf die Schulter und sagt, ja, war gut, dass ich Herrn Herrlich abgesägt habe. Weil die Rückrunde war doch mit Armer Tabellenplatz Alter. 2 in der Rückrundentabelle besser. Tabellenplatz 3, sorry. Ich habe eine Zwischenfrage. Hau raus. Wie kann man in der Altersklasse sagen, oder du hast ja allgemein gesagt, Havertz Spieler der Saison? Hast du Der ja erwähnt, Bundesliga. Bundesliga. Tore 13, Assists 17, 4. 17, Was hat 17 er? Tore. 17 Tore. Nein. Havertz hat 17 Tore gemacht, ja. Nein. Da soll ich jetzt nachgucken. 13 Tore, 4 Vorlagen. Ich meine, der hat 17 Tore gemacht. 17 Scorerpunkte. Bei mir stehen aber auch 17 Tore. Ja, Bei mir 17 Tore, er hat 4 17 Tore Vorlagen. gemacht. Bei mir steht's hier, Kicker. Der Kicker ist Drei, alt. 13 Tore, 30 Spiele, 13 Tore, Komplett 4 Assists. Nein, Nein, nein. 34 Falsch. Spiele, 17 Tore, Ach, 4 das Assists. ist Spieltag. 17 Okay, Tore okay, okay, warte. Ich und davon 9 mal das 1-1. Das 9 mal das bin ja auf 1-0. Statistik gegangen und der zeigt mir nach 30. Okay, Havertz. 17 Tore, wovon er anscheinend 7 an den letzten 4 Spieltagen gemacht hat, gut zu wissen. Und 4 Assists. Hat damit 21 Scorerpunkte. Ich sehe da einen Herrn, nur mal so, ich werfe dem einfach mal so in den Raum. Einen Herrn, wie heißt der? Yadon Sanko. Sanko. Hat mal eben 30 Scorerpunkte in dieser Saison gemacht. Ich sehe einen Herrn Reus mit 29 Scorerpunkten und, pass auf, jetzt kommt's, 7 Spiele weniger. Absolviert. Da möchte ich gerne wissen, also hast du Havertz so auch noch als Assist zum Assistgeber oder so gesehen? Also, dass er wirklich so ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt war, dass er auch noch ja, dann in dem Moment, ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass ich auch sage, wichtigste Spieler bei Leverkusen und Puffy und ich haben vor der Saison gesagt, der wird durchstarten. Und zwar in dieser Saison. Aber das finde ich ein bisschen strange. Also für mich ist er in dem System, mit dem Bosch dann noch gespielt hat und auch schon davor in der Hinrunde, ist er mit 19, beziehungsweise jetzt in ein paar Tagen mit 20, der Dreh- und Angelpunkt des Spiels gewesen. Ohne den Ja, aber wären sie. du hast ihn ja zum Spieler der Saison in der Liga gemacht. Ja. Puffy! Weil er aus meiner Sicht konstanter war, als es in Sancho war. Der Spieler der Saison für mich ist Marco Reus. Oh, wurde auch gewählt übrigens. Ja, nee, es ist sicherlich, die Zahlen von Sancho sind atemberaubend, genauso wie die von Havertz, sind beide Wahnsinn für das Alter, muss man einfach sagen. Aber der Spieler für mich ist Marco Reus. Dass Havertz der wichtigste Spieler bei Leverkusen ist, stimmig zu. Ich glaube aber, dass er noch nicht der Leader im Team ist. Weil ich glaube, das kannst du mit 19 noch nicht Aber sein. Ja? schießt der nicht auch noch schon die Elfer? Ja, gut. Ja, Wollen aber ich glaube wir trotzdem. mal eben weitermachen und mal eben, kann einer nachschlagen, wie viel Elfmeter der für Leverkusen in dieser Saison verwandelt hat? Dann Ja, können wir gibt es das eine nämlich mal Statistik? abziehen. Ich suche sie dir raus, warte Danke. kurz. Aber er ist der wichtigste Spieler, aber ich glaube nicht, dass er bei Leverkusen jetzt wirklich der Leader schon ist. Aber Kann er drei Elfmeter-Tore. Werden, sicherlich, wenn er bei Leverkusen bleibt, obwohl ich ihm davon abrate, lange da zu bleiben. Weil wenn er den nächsten Schritt machen will, muss er halt zum größeren Verein, woanders hin. Das
Aber vielleicht eine Saison in Leverkusen tut ihm vielleicht noch gut. Bayern, Bayern abgeschmettert mit 90, angeblich mit 90 Millionen Angebot? Absolut korrekterweise, muss ich sagen. Alles, wo, alles, was nicht sich so um 120 Millionen bewegt, würde ich mich nicht mal, würde ich mir nicht mal anhören. Ja, ich finde es ich doppelt so schön, dass wir Brand schon gekauft haben. Ja, und für Leverkusen, den Preis. Ja, ja. Und Leverkusen halt jetzt gerade dann auch denkt, irgendwie, wir haben einen abgegeben, der muss können nicht noch. War. Klar, genau. Logisch. Ja, ja. Gut, bei Brand konnten sie sich nicht wehren. Selbst schuld. Mhm. Ne? Wenn du sowas reinschreibst. Hätte man eventuell mal rauskaufen können. Und dann muss ich sagen, Leverkusen hat im Endspurt erst gepackt und ich habe mir mal den Spielplan angeguckt. Leverkusen hat einen günstigen Spielplan zum Ende der Saison. Mhm. Der kam ihnen entgegen. Die haben wirklich dann Mannschaften gekriegt, die entweder, wo die Saison schon so mehr oder weniger gelaufen war. Einzigen, den richtig großen, den sie, glaube ich, zum Schluss hatten, war, glaube ich, nochmal Leipzig, wo sie verloren haben, glaube ich sogar. Es hat halt gepasst, darum würde ich so eine Bewertung, das Bosch-System hat bei Leverkusen funktioniert, nur bedingt zustimmen, weil der Start von Bosch war nämlich nicht so toll. Die sind im DFB-Pokal rausgeflogen unter Bosch, die haben, glaube ich, auch in der Bundesliga gleich das erste Spiel verloren. Also eins, aber danach die nächsten vier alle gewonnen, unter anderem gegen Bayern. Ja, aber ich glaube, der Plan an sich, der Spielplan hat Leverkusen zum Ende hin gut getan. Der Puffy will Folgendes sagen. Nächste Saison wird sich zeigen, ob das Bosch-System genau wirklich das funktioniert. Meine ich, weil jetzt und ich sage sagt, nein. Weil ja einer schon sagte, ja, das Bosch-System funktioniert. Muss man gucken. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich auch nicht. Ja? Sieht schön aus. Ja, ist aber halt, wir haben es oft gesagt, unfassbar anfällig. Mhm. Genau, wenn, klar, wenn du so ein wenn Leverkusen so einen Spiel erwischt, wie zum Beispiel gegen Frankfurt. Mhm. Oder auch jetzt gegen Hertha, wenn Leverkusen ins Rollen kommt. Wirklich, mit der Art, wie Bosch spielen lässt, mit den Leuten, die sie da vorne haben, dann fängst du halt Tore, dann wirst du an die Wand geklatscht. Aber es ist halt so, so fragil, dieses Hochstehen mit den Innenverteidigern. Und wenn Leverkusen halt nicht führt und diese Wucht nicht entfalten kann, dann bist du zum Tode verurteilt. Und das wird wieder passieren. Und gerade gegen Spitzenteams wird es passieren. Gegen Bayern hat es mal funktioniert. Ich sage, es wird gerade gegen die Kleinen passieren, fürchte ich. Ja, auch nächste gegen, Saison. Und also zwar gegen die, die sich das jetzt angeguckt haben und ganz klar sagen, ja, easy. Lang und schnell. Ja. Es ist zum Angucken super schön. Absolut. Muss man einfach sagen. Aber nicht zielführend. Auf Dauer. Ich denke nicht. Ja, ich denke nicht. Ja. Julian Brandt übrigens 9. in der Scorerliste. Auch den haben sie verloren. Ich meine, 15 Vorlagen müssen irgendwie auch definitiv kompensiert werden nächste Saison. 7 Tore, 15 Vorlagen. Ich wusste gar nicht, dass er so gute Werte heute diese Saison abgerissen hat. Er hat zum Ende viel, viel vorbereitet. Ich glaube, in dem einen Spiel hat er irgendwie 4 Vorlagen gehabt oder so. Na gut, okay. Dann haben die beiden Frankfurter, Aller und Jovic, auch. Ich gucke gerade, Volland auf 4. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Volland hat richtig gut zum Ende auch Tore gemacht, eine Menge noch. 14 Tore, 12 Assists. Ich sag mal, das macht der nächste Saison nicht nochmal. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, nächste Saison wird sehr, sehr viel an Havertz hängen bleiben. Und da bin ich mal gespannt, wenn Druck dazu kommt, ob das dann auch noch so alles so gut aussieht. Ich denke, ja, der Junge wird seinen Weg machen. Der hat immer noch Luft nach oben und wird sich noch steigern. Aber allgemein Leverkusen bin ich mal gespannt nächste Saison. Ja. Wen haben wir? Tonno? Tonno hatte schon. Tonno durfte anfangen, ja. Spieler der Saison, Havertz. Bleibt mir ein bisschen hängen. Deutscher Jungspieler der Saison, Havertz. Da bin ich dabei. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also oder der Durchstarter der Saison. Aber das, was ich von... Nochmal, ich möchte nicht, weil es Borussia Dortmund ist, aber was ich von Sancho in dieser Saison gesehen habe, war atemberaubend. Den stufe ich noch höher ein, jetzt schon als Dembélé zum Beispiel. Bin mal gespannt. Auch da werden wir sehen, ob er in der nächsten Saison, also wenn er ähnliche Werte hinbrettert, ne? Wahnsinn. Ja, und Lewandowski auf 1 übrigens. Aber da, denke ich mal, sind wir uns aller Meinung einig. Oh Gott. Wenn er bei Bayern spielt, machst du schon mal 10 Scorerpunkte mehr. Als wenn du woanders spielen würdest. Oder? Ja, nein? Ja, gut, ich denke schon bei Dortmund, wenn du bei Dortmund durchweg mit
einem festen Stürmer spielst, hast du da auch die Möglichkeiten, so eine Werte abzurufen wie Lewandowski. Ja. Also, muss natürlich auch die notwendige Qualität als Spieler haben, aber ich denke, bei Dortmund ist es auch möglich, einfach aufgrund dessen, dass sie halt für mich die offensivstärksten Mannschaften der Liga sind. Punkt. Dann profitierst du natürlich auch als Offensivspieler davon. Und wenn du halt vorne im Zentrum drin stehst und links und rechts die Bälle kommen, dann machst du halt auch ein paar Törchen und ein paar Vorlagen. Ne? Aber ist das nicht schön nächste Saison? Wir haben Bayern wieder, natürlich. Wir haben Dortmund, alle Wahrscheinlichkeit nach haben wir Bayern. Vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwie einen ganz spontanen Zusammenschluss von irgendeiner Top-Euroleague oder so. Dann wären die weg. Och, finde ich total schade. Wir haben Hoffenheim, wir haben Leverkusen. Da ist schon ein bisschen Offensivpower, ne? Die wir auch nächste Saison, wir haben Gelsenkirchen. Wenn die Euroleague kommt, andere ist Dortmund noch dabei. Ja, möchte ich nicht. Ja, aber die sind ja definitiv dabei. Ja, dass du nicht möchtest, nein, ist klar. Aber die wären dann definitiv dabei. Ich glaube nicht, dass es Dortmund dem verschließt, wenn sie dazu eingeladen werden. Ah, abwarten. Gut, das heißt, uns fehlen nur noch 3 Platzierungen und wir haben noch 40 Minuten, weil der FM fängt gleich an. Dann können wir aber ein bisschen Spielraum machen. Das heißt, wir drehen tatsächlich alles an einem Tag ab. Eigentlich haben wir uns noch vorgenommen, am Sonntag dann den Rest zu machen. Aber nein, den letzten Block wird es dann gleich in wenigen Stunden für euch geben. Da geht es dann um Leipzig, Dortmund und München. Wow. Ich würde einschalten. Ciao.